Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ein Herr beeindruckt mich immer wieder. Und zwar, wenn er irgendeine Veranstaltung plant, hat er irgendwie 1500 Leute. Wenn er eine Live-Organisation macht übers Internet, hat er 1000, 2000 Leute, die sich sofort einloggen. Und ich frage mich einfach, ja, wie klappt denn das? Wie kann man das? Und ich habe ihn gebeten, heute mal vorbeizukommen und zu erklären, wie der das macht und wie das funktioniert. Und wir nehmen Sie gleich mit auf diese Reise, denn das ist ganz bestimmt für uns alle sehr wertvoll zu wissen, wie man gewisse Dinge manifestieren kann. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen. Da ist er nämlich, der Andreas Bernknecht. Ganz herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo Alexander. Ja, also erklär mir mal, wie schafft man das, dass man irgendeine Idee hat und dann hat man 1000, 2000 Leute, die sich da sofort einloggen und dann noch Minuten warten, bis es losgeht? Das Ganze ist ja, du hast kurz erwähnt, dieser Begriff manifestieren. Ja. Und ist es so, dieser Begriff, wie alle Worte, die haben ganz viele Bedeutungen. Jeder versteht fast was anderes darunter. Ich verstehe darunter die Fähigkeit, eine Idee zu haben, einen Wunsch zu haben, vielleicht so ein Sehnen der Seele und das so umzusetzen. Das ist für mich Manifestieren. Und bei mir ist es entstanden schon als Jugendlicher, ganz hohes Interesse dafür. Und das sind jetzt über 42 Jahre, wo ich da begonnen habe, das umzusetzen und mich mit den Hintergründen zu beschäftigen. Und zwar die Frage, gibt es da einen wissenschaftlichen Hintergrund dafür? Perfekt, auf das will ich auch eingehen, genau. Weil das interessiert mich. Weil alles andere, denke ich, grenzen wir eigentlich zwischen Esoterik, aber auch zwischen Wissenschaft. Früher hatte ich mir auch so Gedanken gemacht, ich wünsche mir was und dann ging es Jahre, bis es erfüllt war. Und heute, pass auf, was du dir wünschst. Mhm. Und da habe ich manchmal das Gefühl, hat das mit mir zu tun oder ist irgendwas in diesem Raum an Energie, die viel schneller unser Bewusstsein zur Manifestation bringt. So, ich schwebe zwischen zwei Ideen und bin gespannt, was du mir da erklärst. So geht es vielen Menschen, weil man lernt dieses Thema kennen, ist begeistert und es gibt ja eine Resonanz in der Seele. Man weiß ja, dass es geht. Wir haben ja diese Fähigkeit, einfach weil wir hier schon inkarniert sind. Wir bringen das ja mit. Aber es gibt ein System in dieser Welt, das aufgebaut wurde. Und der Gerald Hüther hat das schön gesagt in seinem neuen Film. Er sagt, dass wenn Kinder in die Schule kommen, 98% sind hochintelligent und nach der Schule sind es noch 2%. Ja, ich hab's gelesen. Und das ist der Grund. Das heißt, es gibt Konditionierungen, die Matrix zum Beispiel. Wir werden konditioniert und das sind ja physische Strukturen im Gehirn, neuronale Vernetzungen, die unseren Rahmen bestimmen von dem, was wir glauben, was möglich ist. Und diesen Rahmen kann man verändern. Und wenn man das kann, erweitert sich dieses Potenzial. Was du erzählt hast, dass es immer schneller geht, achte, was du willst. Das hat damit zu tun, wie lebe ich? Und für mich ist Manifestieren eine Grundhaltung zum Leben, die ich dringend brauche. Und dann kann ich Dinge sehr schnell in die Realität bringen. Mhm. Du meinst also, wenn die Kinder also in die Schule gehen, werden sie eigentlich in der Schule schon einfach in ein Raster gedrückt? Das heißt, ihre freien Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse werden eigentlich in die zweite Linie geschoben und deshalb passiert alles sehr träge. Da gibt es zwei Sachen. Ich habe mal eine Karikatur gesehen. Und zwar sieht man dort ein kleines Kind, das war jetzt so ein Holzblock mit ganz vielen Ästen dran und der wird an die Hand genommen und ins Klassenzimmer geführt. Und dann sieht man den Schnitt ins Klassenzimmer, da ist dann die ganzen eckigen Holzklötze sitzen da drin und die Lehrerin, das ist so eine Axt. Mhm. Ja, also das ist so quasi die Karikatur dafür. Und wenn man das jetzt mal sieht, wie neuronale Strukturen im Gehirn entstehen, durch Wiederholung, durch Lernen, diese Langzeitwirkung, dann ist es so, alles, was man lernt, bewusst, unbewusst, Kultur, Religion, das gegebene Weltbild ist ja das, wo wir sagen können, so ist die Welt eben. Ja, man sieht die Welt, man denkt, die ist so. Die Fähigkeiten, was man kann, was man nicht kann. Das ganze Schulungs- und Benotungssystem ist darauf ausgerichtet, exakt das System zu befolgen. Kreativität ist da gar nicht so gewünscht. Und das führt dazu, dass wir später diese Strukturen einfach haben. Die ändern sich ja nicht von alleine. Und das heißt, es wird dort einen Rahmen gegeben, an dem wir später fast verzweifeln, weil wir gar nicht mehr wissen, wie komme ich in ein erfülltes Leben hinein. Mhm. Ich glaube, wir hängen dann vollständig hier oben fest und nicht hier in einer emotionalen Ebene, oder?
Ja, und jetzt kommt noch was dazu. Das Gehirn ist ja nur, sagen wir, die physische Manifestation eines geistigen Wesens. Das heißt, der Geist dahinter benutzt ja das Gehirn. Nur, wenn das Geist jetzt eine bestimmte Struktur, also wenn das Gehirn eine bestimmte Struktur hat, ja, die begrenzt ist, dann ist egal, wie mächtig der Geist dahinter ist, der kann sich eben nicht ausdrücken in dieser physischen Realität. Das heißt, das Nadelöhr ist das physische Gehirn. Und diese Struktur wieder zu verändern, dahin zu kommen, erweitert diese Fähigkeiten enorm. Das ist wie, als wenn man den Durchfluss eines Wasserkanals, wenn man den erweitert, dann kann viel mehr durchfließen. Und das ist diese Aufgabe und das kann jeder tun. Es ist wichtig, dass wir das jetzt auch ein bisschen mehr lernen, denn die Welt im Moment steht ja wirklich irgendwo an vielerlei Sichtweisen am Abgrund. Und ich denke, wenn wir alle lernen, ein bisschen anders zu manifestieren oder zu denken oder zu fühlen, könnten wir vielleicht in einer Gemeinschaft auch einiges noch bewegen. Also wie manifestiert man dann jetzt wirklich richtig? Es gibt ja ganz viele Bücher, Literatur über das Manifestieren, Bestellung beim Universum, also alles, was es so gibt. Und es gibt da Seminare drüber. Und wenn man im Internet googelt, da gibt es im Monat ungefähr 40.000 Suchanfragen, nur zu dem Wort Manifestieren. Wirklich? Boah. Und das ist interessant, also es gibt ganz viele Menschen, die jetzt schon aktiv nach diesem Begriff suchen, die irgendwas damit verbinden. Und wenn man aber dann das sieht, was man dort findet, mangelt das immer an einem Punkt. Und ich habe ja in diesen Webinaren, wo wirklich Tausende von Menschen drin sind, beginne ich für die, die neu sind, immer mit einer Frage. Also ich mache eine kurze Einleitung, dann kommt eine Frage und dann frage ich, was ist das Allerwichtigste beim Manifestieren? Das ist immer die Frage. Und dann schaue ich mir an, was in den Chat geschrieben wird. Dann kommt dort, du brauchst eine klare Zielvorstellung, du musst dran glauben. Also da kommen alles diese Dinge, die man in so Büchern liest. Und bisher hat noch nicht ein einziger das beantwortet, wo ich aber hinaus will. Diesen entscheidenden, alles entscheidenden Punkt. Und da sehe ich eben, dass das, und das ist auch das verzweifelte Suchen danach, dass es einfach im Moment niemand fündig wird draußen. Und ich bin im Laufe der Jahrzehnte drauf gekommen, dass es einen viel, viel wichtigeren Punkt gibt. Ohne den kann ich all das andere, ich sag's mal, knicken. Ja, das ist tatsächlich so. Und dieser eine entscheidende Punkt, da können wir jetzt vielleicht mal in die Tiefe gehen. Ja, unbedingt. Dann denke ich, das ist enorm wichtig. Du hast gerade das Fass geöffnet und jetzt schauen wir rein. Was sehen wir? Genau. Und was war interessant, wir haben ja das Gespräch, wie das angefangen hat, ist im Prinzip der Knackpunkt. Es gibt den Film Matrix, den kennt fast jeder. Ich habe den bestimmt schon 10-mal gesehen. Ich empfehle das auch jedem zu sehen, weil er ist die beste Beschreibung, wie das hier in diesem Planeten geht. Mhm. Und dort gibt es eine Szene, wo der Morpheus mit dem Neo sitzt, bevor ihm diese Pille gibt, die rote und die blaue Pille. Ja. Und da erklärt er ihm, was die Matrix ist, dass man die nicht riechen kann, dass man die nicht sehen kann, dass die allgegenwärtig ist, wenn man in die Kirche geht, wenn man die Steuern zahlt. Und er sagt, das Problem ist, dass man jemandem, der in der Matrix ist, das nicht erklären kann. Mhm. Das ist der Punkt. Und interessanterweise ist das genau so, wie die Menschen hier leben und versuchen zu manifestieren. Es ist erstmal nicht zu erklären, man muss da sehr weit ausholen. Und das habe ich aber über die Jahre über eine wissenschaftliche Ebene aufgebaut, dass ich das wirklich belegen kann. Und der entscheidende Punkt ist zu erkennen, nur ganz kurz vorab, dass wir nicht der Körper sind, dass wir ein geistiges Wesen sind, das sogar diesen Körper, diese Realität mit erschafft. Und wenn ich das ausdehnen kann, dieses Wissen, die Perspektive verändern. Und der Haken ist eben, dass ich das nicht einfach mal lesen kann oder mal eben wie so ein Kochgericht mal schnell kochen kann, sondern ich brauche wirklich eine Übungsphase, eine Verständnisphase. Und dann ist es so, als würde man aus dem inneren Teil in den äußeren wandern und jetzt von außen herum auf sein Leben einwirken und das erschaffen, was man will. Das ist der Knackpunkt des Nadelöhr. Also hat es doch etwas auch mit der Energie zu tun, die im Außen ist, die wir irgendwie, sag jetzt mal das Wort, impfen mit den Dingen, die wir eigentlich voller Leidenschaft und Inbrunst vielleicht auch wirklich umsetzen wollen. Es ist so, es gibt ein paar, oder ich sag mal, die Beschränkung bei dem Ganzen sind Worte. Weil jedes Wort, was ich benutze, ist immer auf eine Sache bezogen. Das Glas zum Beispiel, Tisch. Also alles, was wir als Mensch benutzen können, dafür brauchen wir ein Wort. Und ein Wort ist immer eine Sache. Und eine Sache beschreibt aber nicht das, was Geist wirklich ist. Das heißt, die Herausforderung ist, Worte zu benutzen, aber das Geistige zu verstehen. Und diese Hürde,
das ist eben das, was die eigentliche Herausforderung ist. Das kann man nur durch Üben machen, durch Anwenden wieder. Es gibt ja so Zen-Koans, also ne, aus dem Zen-Buddhismus, so ein Koan, das sind nicht auflösbare Fragestellungen. Also die kann man nicht lösen. Und dadurch, weil die nicht lösbar sind und die beschäftigen damit, schafft einem eine Erkenntnis, die man nicht erklären kann. Man hat plötzlich ein Aha-Erlebnis, einen Effekt. Und so ist es auch bei dem Manifestieren, wovon ich rede. Das heißt, es ist möglich, in diesen Zustand hineinzukommen und dann macht es Klick. Dann hat man ein Verständnis und aus diesem Verständnis heraus benutzt man jetzt all das andere, wie Zielformulierung, den Glauben aufbauen, als geistiges Wesen. Das hört sich ein bisschen theoretisch an. Und das ist auch die Schwierigkeit, das zu erklären. Ich mache ja darüber Webinare, um die Hintergründe zu erklären. Aber wenn man das einmal tut, und ich kenne wirklich viele Menschen, die den Schritt schon gegangen sind, die leben komplett anders. Und das ist dieses Leben. Vielen ist auch gar nicht bewusst, dass sie den Schritt schon gemacht haben. Die haben das schon getan, aufgrund ihres Lebenswegs. Ich bin mir sicher, du hast das auch gemacht. Ich glaube, wir alle machen das irgendwie. Genau. Aber bewusst oder unbewusst genau, zum Teil. Und ich führe Menschen hin, dass man das bewusst machen kann. Mhm. Also diesen Bewusstseinsschritt zu machen. Und wenn man das tut, benutzt man plötzlich alles andere anders. Eine Zielformulierung, einen Wunsch erfüllen, das Sehen der Seele zu manifestieren. Das kommt jetzt in eine Art und Weise, dass man die Dinge aneinander reiht, aus dem Wissen heraus, wie man es richtig benutzt. Ich würde es schon gern darum bitten, dass du vielleicht ein praktisches Beispiel machen könntest. Machen wir mal, du organisierst per Zoom einen Anlass, ein Webinar. Mhm. Und jetzt, ich meine, du hast ja jedes Mal diese 1.000, 2.000, 3.000 Zuschauer, die dir dann dabei sind. Wie kommen die auf diese Info, dass es dich gibt, dass die alle sich zur richtigen Zeit einloggen und da sind und jetzt dir zuhören? Wie machst du das? Ist die Frage jetzt darauf bezogen, jetzt, wo man die Information kriegt oder wie wir das machen? Nee, wie du das eigentlich vorbereitest in deinem Kopf, wie manifestierst du das, dass dann wirklich das Interesse da ist der Leute? Bei mir ist es so, ich habe ja, meine Bestimmung ist es zu tun. Und meine Bestimmung ist genau das in die Welt zu bringen. Das hat sich mein ganzer Lebensweg so ergeben. Und ich mache mir da relativ wenig Gedanken drüber. Ich weiß einfach, die sind da. Und das hört sich jetzt ganz einfach an. Dieses Wissen, der Punkt. Aber das, wenn man das jetzt auseinanderziehen würde, gehören da ganz viele einzelne Schritte dazu. Das ist dieser feste Glaube daran. Und die größte Herausforderung ist, diesen Sprung zu machen von dem in der Welt zu sein oder zu wissen, ich bin ein geistiges Wesen und benutze quasi diesen Körper. Dieser Unterschied ist am Anfang, das ist wie ein Riesenspagat. Und der braucht ein bisschen Zeit. Das kann ich jetzt auch gar nicht in einem Wort erklären. Dazu braucht man Zeit. Zeit ist der Schlüssel, um das aufzulösen. Und ich habe ja in diesen Kursen drin, ist zum Beispiel ein ganzer Block nur das Thema Zeit. Also ich kann physikalisch erklären die Illusion der Zeit und wie man sich quasi darüber erheben kann, dass unten der Zeitkorridor kürzer wird. Und das ist ja das, was sich viele Menschen wünschen, nämlich Dinge möglichst zügig zu bekommen. Und das sind alles Themen, die ich dann in diesen Kursen mache. Die kann man aber, wie gesagt, eben nicht einfach so einem geben. Ich könnte das erklären, aber das würde nichts nützen, sonst hätte ich es nicht erklärt. Und du merkst schon gerade, das hört sich an, als würde ich so rundherum eiern. Ja, tue ich aber nicht, weil der Schlüssel ist wirklich, das tiefe Verständnis dafür zu bekommen. Und bei mir ist es einfach so, ich folge meiner Bestimmung. Und drauf gekommen bin ich eben über diesen Lebensweg, was mein Sehen meiner Seele ist, was immer wieder in meinem Leben kam, was mein Sehnen ist, wo ich hin will. Und wenn man beginnt, dem zu folgen, dann ist das quasi schon wie der erste Türöffner. Ja, also ich gehe dahin und dann auf wundersame Weise kommen die Informationen, die ich brauche. Und meine Aufgabe ist einfach nur, Menschen auf diesem Weg zu helfen, in ihre Bestimmung zu kommen, dann zu lernen, das umzusetzen und quasi so ein Teil der Veränderung in dieser Welt zu sein. Ich habe jetzt zwei Sachen rausgepickt. Einerseits das Wort Leidenschaft und das andere aber auch das Wort Vertrauen. Fangen wir mal an bei dem Wort Vertrauen. Was ich jetzt aus deinen Formulierungen gehört habe, ist irgendwo durch auch ein klares Vertrauen in, dass das, was du jetzt machst, von Erfolg gekrönt ist oder die richtigen Leute zum richtigen Moment anzieht und diese Infos bei dir holen. Du steckst innerlich in einem Vertrauensverhältnis, dass alles richtig ist, wie es läuft.
Merlin, dieser Zauberer Merlin, der Lehrer von König Artus, der hat gesagt, er lebt rückwärts. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Es beinhaltet genau das. Das heißt, ich habe einen klar definierten Punkt, wo ich weiß, der wird so sein. Ja, mein Leben wird so sein, ich werde das tun, das werde ich erschaffen haben. Und jetzt ist das ein Rückwärtsleben auf diesen Punkt hin. Also ich gehe nicht vorwärts und hoffe, ich schaffe das und setze mir Ziele, sondern es ist quasi wie eine Rückwärtsentwicklung. Und das heißt, das geht deswegen, weil ich weiß, wer ich bin. Dieses Bewusstsein über die Schöpferkräfte, die in mir sind und wie die wirken, führen definitiv zu dem gewünschten Ergebnis. Und das ist so tief in mir verankert, dass es gar keinen Zweifel gibt. Auf diesem Weg treten Hindernisse und Hürden auf. Und die, aus meinen Erfahrungen, haben bisher immer geholfen, dass ich etwas dazulerne, dass ich eine Fähigkeit entwickle, dass ich meine Strategie anpasse, um dahin zu kommen. Das ist das Wort Vertrauen. Genau, es hat immer geholfen. Ja. Genau, das heißt, das führt dahin. Und jedes Mal, wenn das kommt, bestätigt sich das so. Und das heißt, der Unterschied ist eben, und das ist der Zweifel, den viele haben, ja, warum auch viele Sachen nicht in Erfüllung kommen, ist, wenn es mal nicht gleich so läuft, ja, wenn man eine Fähigkeit noch nicht hat, den Kurs neu zu erstellen. Ich ändere den Kurs nicht. Ich bleibe auf dem Kurs, obwohl da Widerstände sind, obwohl da Hindernisse sind, in dem tiefen Vertrauen. So wird das sein. Und dann entfaltet sich das quasi auf wundersame Weise. So kann man es wirklich sagen. Aber diese Prozesse, das Bewusstsein hintenrum, dieses Bewusstsein zu entwickeln, ist für mich der alles entscheidende Schlüssel beim Manifestieren. Und da gehören verschiedene Aspekte dazu. Und die kann man in sich so verankern, dass man bewusst, was du eben erwähnt hast, das Richtige tut. Was noch viel mächtiger ist, wenn ich das weiß, kann ich Dinge in mein Bewusstsein hineingeben und das Unterbewusstsein tut unbewusst die richtigen Sachen. Ich rufe den richtigen Menschen an, ich lasse etwas zur Zeit, ich spüre, es ist gerade nicht so weit, dann mache ich das. Ich habe nicht den Zweifel, dann mache ich das gerade nicht. Oder ich tue etwas, was irrational erscheint, aber im Endeffekt waren das alles kleine Wegpunkte, die den Endzustand erreichen. Und dieses Vertrauen, sein Bewusstsein, Unterbewusstsein richtig einzusetzen, ist schon der Manifestationsprozess. Ich glaube schon auch, dass wir lernen müssen, aus einem Denkmuster auszutreten, das uns einfach übergestülpt wurde. Und dieses Gefängnis irgendwann mal zu verlassen, dann glaube ich auch, dass wir erkennen, dass so vieles auch ganz anders ist, was wir geglaubt haben. Zum Beispiel, du hast ja noch einen konkreten Beispiel gefragt. Es gibt das, was wir alle kennen, Kausalität, Ursache und Wirkung. Und der Punkt ist aber nur eine Sichtweise der Welt. Es gibt auch ein analoges Denken, also ein horizontales Denken. Und das ist für uns Westeuropäer so unglaublich schwer am Anfang zu verstehen. Homöopathie ist streng genommen ein nicht kausales Werkzeug, sondern ein analoges Werkzeug. Es sind ja die verschiedenen Ebenen. Ich nehme zum Beispiel Arsen zum Beispiel, ja, die Quintessenz davon in der Depotenz oder sowas. Da ist ja kein Arsen mehr drin als physischer Stoff. Aber es wirkt umso stärker. Und interessanterweise, wenn man jetzt nicht diese Kausalebene nimmt, Ursache-Wirkung, sondern die Parallelebene, dann finde ich für alles, was ich auf der körperlichen Ebene habe, auch eine Entsprechung, zum Beispiel in der Pflanze, im Tier, in dem Gestein, in einer Lebenssituation. Das sind die Ebenen, die sind nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Und da kann ich mich hinbegeben auf so eine Ebene und interessanterweise verkürzt sich unten auf der Ebene die Zeit. Und das sind Themen, die hören sich jetzt ziemlich komplex an. Und für uns ist es nur aus einem Grund schwierig zu verstehen, weil wir konditioniert sind auf Rationalität, auf Kausalität. Es muss alles logisch sein. Dieses Nicht-Sichtbare, ich kann es ja nicht anfassen, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist unser Paradigma. Das ist die Matrix, in der wir gefangen sind. Und genau die behindert uns, nicht die Fähigkeit, die wir natürlich mitbringen. Ja, ja. Ich bin überzeugt davon, diese Sendezeit reicht nie aus, um es wirklich so zu vermitteln, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu verstehen, auf was du hinaus willst. Mhm. Ich vermute, dass es noch viel tiefer ist, als ich überhaupt glaube, gerade gedacht habe. Aber es ist sehr spannend und ein wichtiges Thema, dass wir das hinaustragen. Denn ich glaube auch, dass wir alle gefangen sind in unseren Denkgaragen. Und letztendlich uns auch immer wieder im Kreis drehen. Wir kommen ja als Menschheit irgendwie nicht weiter. Mhm. Ständig kommt der gleiche Mist irgendwie wieder daher.
Was ich in meinem Alter so entdeckt habe, ist das Vertrauen. Deshalb bleibe ich nochmals bei dem Wort. Da bricht dir was weg und ich bin so vollständig im Vertrauen zu wissen, das war richtig, dass es wegbricht, weil nur wenn etwas zugeht, eine Türe, kann eine andere aufgehen. Und es kommt immer die bessere Türe, die wichtigere Türe. Aber früher war man vollständig in der Angst gefangen, oh, da ist was weg, und hatte gar nicht das Vertrauen zu dessen, das jetzt etwas Neues zuzulassen. Und seit wir das haben, ich lerne das auch meinen Kindern und sage, ja, okay, die Tür ist zu, ist doch großartig, jetzt kommt was Neues. Und immer sind sie auch wieder in der Angst und ich versuche immer diese Brücke zu schlagen, das Universum schaut schon, dass alles zum richtigen Moment kommt. Aber dass ich vielleicht dahinter der Schöpfer bin oder nicht, weiß ich gar nicht. Diese Angst, das ist ja so, wir haben ja einen Erfahrungsschatz aus unserer Rationalität heraus, aus dem Verstand. Das heißt, ich habe eine Situation, das bricht zusammen und jetzt entsteht eine Lücke in der Zukunft. Das heißt, es gibt einen Punkt in der Zukunft, was wird dort sein? Und diese Lücke zwischendurch, die versucht der Verstand zu füllen. Mhm. Und da der ja keine Anhaltspunkte hat, bleibt ihm nichts als Angst übrig. Ja. Was ist da mit Sorgen? Ich verhungere, ich gehe unter, was sollen die anderen von mir denken? Das heißt, wir haben quasi diesen Faktor der Angst nicht unter Kontrolle. Und es gibt zu dem Wort Vertrauen, wenn man sagt, ich vertraue dir, es gibt noch eine andere Ebene, die heißt Urvertrauen. Und die ist noch eine Stufe tiefer. Klar. Und dieses Urvertrauen ist das Wissen, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich wirklich? Und wenn man jetzt mal sieht, Jesus, was er sagt, strebt zuerst nach dem Königreich Gottes, alles andere wird dir dazugegeben. Das ist so eine unglaublich tiefe Aussage. Und das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die ich an Menschen weitergebe, wie ich da hinkommen kann, dieses Urvertrauen zu bekommen, indem ich erkenne, wer ich wirklich bin. Und das ist ein ganz phänomenaler Prozess, weil der aus innen heraus dann eine Kraft erzeugt, für die es gar keine Worte mehr gibt. Und diese Kraft von innen raus, das ist so wie, als würde ein Vulkan explodieren, die strömt ins Leben hinein und man beginnt einfach einem Pfad zu folgen, dem nächsten Schritt, der Weg entwickelt sich vor einem. Und auf diesem Weg entsteht quasi diese Grundhaltung des wahrhaften Manifestierens. Soll ich da sagen, ich würde das wahnsinnig gern lernen. Ich habe so verschiedenste Denkmodelle im Kopf gehabt, wie es funktionieren könnte. Ob da außerhalb von mir ein Heer voller Wesen sind, die eigentlich nur darauf warten, dass du sie bittest, etwas zu tun in einer Gemeinschaft drin, aber die erst reagieren, wenn du was tust. Oder ist hier jetzt eigentlich alles irgendwie voller Elektronen, die nur darauf warten, dass du sie programmierst, dass es eine Manifestation geben kann. Ich habe ganz viele Denkmodelle. Ich muss da ganz kurz einhaken, ja, weil das ist total spannend. Und genau das ist der Punkt, der die allergrößte Hürde ist. Das, was du gesagt hast, ist, ich bin hier, da ist die Welt und außenrum gibt es die Welt. Ich rede von einer ganz anderen Ebene noch. Nichts von dem ist erstmal wirklich wichtig und entscheidend. Der Punkt ist, und das kann man jetzt in der Quantenmechanik, Quantenphysik kann man es wunderbar sehen. Es gibt einen Kurs in Wunderliteratur. Also es gibt Stellen in den ganz alten Literaturen, die sagen, und das ist Aussage, Wahrnehmung entsteht durch Projektion. Das heißt, das, was ich wahrnehme, ist erst projiziert worden aufgrund meiner Schöpferkraft. Die Quantenphysik oder Quantenmechanik bestätigt genau das. Objekte entstehen durch Wahrnehmung. Gibt es ganz viele Experimente drüber. Und wenn man diesen Punkt erstmal erschafft, das heißt, wenn ich auf etwas fokussiert bin in der Welt, bin ich schon auf etwas fokussiert, was ich vorher projiziert habe. Es wurde erst erschaffen. Und ich rede von dem Punkt, einen Schritt zurückgehen, bevor du erschaffst, den Zustand, bevor du ins Erschaffen gehst. Und diesen Knackpunkt hinzukriegen. Also das Vorstellen, wie es sein wird, ist. Und zu erkennen, dass du nicht in der Welt bist. Und jetzt sind die Worte sind das Problem, weil innen, außen, ja, wir reden von innen, außen. Wenn man von Dimensionen redet, sind wir auf drei Dimensionen fixiert. Höhe, Breite, Tiefe und eventuell der eine oder andere noch, so wie Einstein das sagt, diese Raumzeit. Also Höhe, Breite, Tiefe plus Zeit ist das, was wir Raumzeit nennen. Der Burkhard Heim ist ein Wissenschaftler, der ein zwölfdimensionales Weltbild erschaffen hat und das Einzige, was mathematisch ohne Fehler ist. Mhm. Und er schreitet zum Beispiel, dass wir sechsdimensionale Wesen sind und diese fünfte und sechste Ebene ist der organisatorische Ebene. Und da beginnt es interessant zu werden, weil das Steuerung ist der Punkt. Seele, Geist, das ist nicht in der Welt, sondern es ist
der Rahmen, in dem diese Welt, in der wir leben, erschaffen werden kann. Und wir befinden uns hier auf einer komplett wissenschaftlichen Ebene. Und da wird es interessant werden, weil diese Mechanismen kann ich im Alltag, in meinem Leben einsetzen, um zu manifestieren. Und dadurch ändert sich in mir etwas, das Bewusstsein kippt von innen nach außen quasi um. Und so kommen wir in diesen Schöpfermodus. Schön erklärt. Ich kenne da einen Wissenschaftler, der hat eine Technologie entwickelt, eine informationsfeldgesteuerte Technologie, basierend auf diesen 12 Dimensionen nach Burkhard Heim. Und tatsächlich, auch unser Haus wird von einer Dame betreut, die genau über solche Steuerungssignale arbeitet. Und es ist einfach nur unfassbar, wie das funktioniert. Ich habe jetzt extra den Namen nicht genannt. Aber wir reden wahrscheinlich vom selben. Genau. Und das ist total faszinierend. Und ich arbeite genau mit solchen Möglichkeiten. Das kann man sogar ohne Geräte machen. Das kann man ohne solche Geräte machen. Und das ist das, was ich sage, wenn man das bereit ist, zu lernen, hinzugehen. Und ich habe einfach die Gabe, solche Dinge auf eine ganz einfache Weise erstmal bildhaft zu erklären. Und dann passiert in einem drin etwas, der Umschaltprozess. Man kommt in das Verstehen rein durch Übungen, die oft gar keinen Sinn ergeben und die lösen etwas aus, dass man in das Verstehen kommt. Weil das kann man mit Worten nicht erklären. Das ist so. Die Leute, die Menschen, wie auch ich, aber ich glaube, es gibt noch ganz viele Menschen, die ständig immer wieder um den gleichen Punkt kommen und wieder umfallen und wieder der falsche Mann oder wieder die falsche Frau und diese immer sich wieder wiederholenden Situationen erkennt und einfach nicht weiterkommt mit diesen Wünschen und Zielen und Leidenschaft, die sie haben, wenn die jetzt in unserem Gespräch folgen, mehr wissen möchten und erfahren möchten, ja, was sind denn die Tricks und die Ansätze? Wie machst du das genau? Gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man ein bisschen mehr lesen kann über diese Sendung hinweg? Ich mache ja dazu erstmal eine Infoveranstaltung, wo man sich das Ganze anschauen kann. In der Tiefe, da sind schon die ersten Übungen drin. Und dann, wenn man möchte, gibt es eben Kurse, die gehen auch über mehrere Wochen oder Monate, wo man begleitet wird, wo man da in diese Prozesse hineinkommt. Und die Informationen, die gibt es unter www.dm-harmonics.com. Und da kannst du dich informieren, auch entsprechend so eine Infoveranstaltung, die sind kostenfrei, anschauen. Und da haben die meisten Menschen schon enorme Aha-Effekte. Also, wieso lernen wir das nicht schon als Kind? Es wäre ja eigentlich die ganze Welt eine andere, wenn wir schon frühzeitiger würden, richtig lernen zu denken oder zu wünschen oder etwas umsetzen zu wollen. Vielleicht können wir über den Punkt eine eigene Sendung machen, weil das ist nämlich ein ganz gravierender, ganz weittragender Punkt, der so viele Auswirkungen hat. Und meine Erfahrung ist, wenn man den mal verstanden hat, zusätzlich noch, dann weiß man, warum mit der Welt etwas nicht stimmt. Ganz herzlichen Dank, Andreas Bernknecht. War das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ich denke, er hat uns jetzt gerade ganz viele Fragezeichen auch ins Kopf implantiert, die wir sicherlich alle mit großem Interesse eigentlich auflösen sollten. Denn richtig zu manifestieren, richtig zu wünschen, richtig zu denken, richtig leidenschaftliche Impulse zu setzen, um etwas erreichen zu können, auch wenn es zum Wohle der ganzen Erde ist oder wie er am Schluss schon gesagt hat, woran die Erde letztendlich auch erkrankt. Da sollten wir alle großes Interesse daran haben und vielleicht uns einfach mal so einem Online? Das ist ein Webinar. Online-Webinar, genau. Einfach mal anmelden. Das kann man einfach unter dieser Homepage. Und gut, also ich werde dabei sein, wünsche Ihnen dazu auch viel Spaß, viel Glück und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.